Und nochmal, hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich mache heute ein paar Videos offensichtlich. Deshalb habe ich auch immer die gleichen Klamotten an. Aber ich hocke jedes Mal woanders. Mann, bin ich kreativ. Gut, dass ich genug Platz im Keller habe. Aktuell soll es jetzt darum gehen, dass ich mal wieder was gefragt worden bin. Und zwar, so habe ich es übrigens am liebsten, schön mit Bildern. Also Mails, die mir einen Zusammenhang beschreiben und dann eine Frage stellen. Das ist schön und gut, aber da kann man meistens eben nicht so sehr auf das konkrete Beispiel eingehen. Wenn Bilderchen noch dabei sind, das ist eigentlich das Optimum. Und ich spiele hier nebenher noch ein bisschen am Computer rum. Das hat Gründe, weil ich habe das halt eben entsprechend jetzt hier drauf. Worte ist keine Lust, das jeweils einzeln extra auszudrucken. Und daher, wenn ich hier nach unten gucke, dann, weil ich am Computer rumspiele. So, und jetzt muss ich mal die besagten Bilder noch finden und dann können wir auch loslegen. Gut, und das heißt, ich blende euch jetzt mal ein entsprechendes Bild ein und werde euch mal vorlesen, was die entsprechende Frage dazu ist. Und zwar, bei Baumschnecken ist die Frage einfach, warum sind die Schnecken auf dem Nadelbaum? Die Bilder stammen vom letzten Mai und es war kurz davor Hochwasser aufgrund starken Regen in der Gegend. Die Bäume sind auch alles Jungbäume, ca. 50 bis 70 cm. Erst habe ich nur eine Schnecke gesehen und nach genaueren Hinsehen festgestellt, dass auf sehr vielen Bäumen viele Schnecken sitzen. Gut, also, die lieben Schnecken. Ich vermute schwer, und ich habe auch ein wenig recherchiert und bin mir daher doch recht sicher, dass du schon völlig recht hast mit deiner Hochwasservermutung, dass es halt eben viel geregnet hat, es entsprechend den Schnecken am Boden zu nass geworden ist und sie dann deswegen halt auf die Bäume hochgekraxelt sind, einfach damit sie nicht so sehr im Wasser sitzen. Das ist ein ähnliches Phänomen wie bei Regenwürmern. Das weiß man ja auch, dass wenn es regnet, dann kommen die ja aus dem Boden und liegen dann gerne mal auch auf irgendwelchen Straßen oder Steinen oder ähnlichem rum, wo sie halt eben zumindest nicht völlig unter Wasser geraten können, weil da nur ein dünner Wasserfilm auf der Oberfläche sich halten kann. Dass übrigens Schnecken irgendwo hochkriechen, um gewissen Gefahren zu entgehen, ist was im Schneckenreich auch aus anderen Gründen beobachtet werden kann. Es gibt im Kaiserstuhl eine bestimmte Schneckenart. Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie vor allen Dingen ja um die Mittagszeit, wenn es am aller heißesten wird, in den heißesten Ecken vom Kaiserstuhl, also auch damit der wärmsten und sonnigsten Ecke Deutschlands, dann macht die Schnecke folgendes, das ist so eine ganz kleine Schnecke eigentlich, die kriecht an den Grashalmen nach oben, um vom Boden wegzukommen, weil sich der Boden tatsächlich so sehr aufheizen kann und das auch tut, nicht nur kann, dass es für die Schnecke da extrem unangenehm wird. Deshalb die 10, 15, 20 cm vielleicht, die sie dann an den Halmen eben nach oben kriecht, die machen schon einige Grad an Temperatur aus, weil am heißesten ist halt eben da, wo letztendlich die Sonnenstrahlen gebündelt alle mal irgendwann ankommen und deutlich reflektiert werden, allein deswegen, weniger reflektiert werden, allein deswegen, weil so ein Boden ja in der Regel grundsätzlich so eine eher dunkle Farbe hat. Das heißt, er nimmt relativ viel Energie auf und erwärmt sich entsprechend schnell. Und das Gras hingegen, das ist deutlich kühler dann für die Schnecke. Und ja, die auf dem Baum Kriechschnecke, die Baumschnecke, macht halt im Prinzip das gleiche Problem, fast schon quasi. Der Boden ist gerade mit irgendwas kontaminiert, was Schnecke nicht haben will. In diesem Fall natürlich nicht Hitze, sondern eben Wasser. Und deswegen ist es auf dem Baum einfach trockener. Gut, Angabe ohne Peng, bin mir nicht 100% sicher, aber zu 95 würde ich schon sagen, dass das eigentlich der einzige Grund nur sein kann. Warum das jetzt alles junge Bäume sind, da würde ich einfach vermuten, da kommt man einfacher hoch. Da kann ich jetzt keinen empirischen Zusammenhang erkennen, warum das eine Rolle spielen könnte. Gut, und dann kommen wir zum nächsten Bild. Moment, ich suche es gerade. Ja, da ist es. Und die Frage dazu lautet, wo ist sie? Bei Baumstämmen
Baumstämme würde mich interessieren, wieso bei manchen Bäumen die Rinde entfernt wurde. Es gibt mehrere solche Stapel mit entrindeten Bäumen. Das ist schon alles zu diesem Bild. Und zwar, das hat einfach den Grund, dass, wenn die Rinde runter ist, dann kann da schon kein Borkenkäfer mehr drin wohnen. Also sämtliche Schadinsekten aus der Kategorie der Borkenkäfer, und das sind einige, nicht nur der Borkenkäfer, den Fichtenborkenkäfer, den Buchdrucker, den man als Borkenkäfer kennt, sondern ja, fast jeder Waldbaum hat irgendeinen, wenn man so möchte, Borkenkäfer, also einen Käfer, der darauf spezialisiert ist, sich durch die Rinde durchzubohren, um dann quasi zur nährstoffreichsten Schicht des ganzen Baumes vorzudringen, die sich eben direkt am Kambium beziehungsweise befindet. Das Kambium selber ist ja auch sehr, 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 sehr nahrhaft. Und da frisst er dann halt quasi rund um den Baum in Form von Fraßgängen durch die Gegend. Oder in welchem symmetrischen Muster jetzt diese Fraßgänge angelegt werden, das ist natürlich immer von Art zu Art unterschiedlich. Aber ja, jede Baumart hat damit jedenfalls Schwierigkeiten. Und sobald man den Baum geerntet hat, hat der ja keine Möglichkeit mehr, sich mit seinen natürlichen Abwehrmechanismen, Harz in der Regel, wenn es ein Nadelbaum ist, und das ist hier der Fall, gegen die Borkenkäfer dann entsprechend zur Wehr zu setzen. Und deswegen hat man eigentlich zwei Möglichkeiten. Es muss dem Käfer zu trocken oder zu nass sein. Zu trocken ist schwierig, weil da müsste es schon wirklich ganz extrem trocken sein, dass es dem zu trocken wird. Das kann man also nicht wirklich herbeiführen. Zu nass, das geht, dann muss das Holz quasi auf den Nasslagerplatz, und das hat man vielleicht schon mal gesehen, wirklich so große Holzlagerplätze, bei denen oben auf dem Holzstoß, also wirklich so richtig riesige Dinger, haushoch zum Teil, diverse, ja, wie Gartensprengler stehen und dafür sorgen, dass das Holz ständig gewässert wird, dann ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass sich da irgendwelche Schadinsekten oder Pilze, denen ist das dann übrigens auch zu nass, einschleichen. Und es gibt noch eben die dritte, sehr teure Möglichkeit, Baum direkt im Wald entrinden. Weil dann ist die Rinde runter, dann hat der Käfer, der sich durch die Rinde normalerweise durchbohrt, um dann da halt eben geschützt im Inneren des Baumes in Ruhe fressen zu können, keine Chance, sich irgendwie vor seinen eigenen Feinden zu verstecken. Würde heißen, jeder Vogel oder jedes andere Tier, das so einen Käfer potenziell gerne frisst, und da gibt es einige, kann den locker einfach mal vom Stamm abnehmen und mampfen, weil der hat ja keine Chance, sich in irgendeiner Form zu verteidigen, wenn er da auf dem Präsentierteller sitzt. Es gibt noch potenziell eine weitere Möglichkeit, weshalb die Stämme direkt entrindet werden. Das habe ich mal, das ist schon eine ganze Weile her, in meinem Video Nährstoffexport und Holzernte, glaube ich, ungefähr so heißt es, thematisiert. Die ganzen Nährstoffe, das wesentliche Zeug, die wichtigen Nährelemente für den Wald, die ein Baum im Lauf seines Lebens aufnimmt, die stecken zu fast 95% oder so stecken die in den Zweigen, in den dünnen, in der Belaubung, seien es jetzt Nadeln oder Laubblätter, und eben in der Rinde. Vieles auch natürlich noch in der Wurzel. Also dann, wenn man jetzt also hergeht, man schneidet sämtliche Äste ab, man schneidet vor allen Dingen eben das dünne Zeug aus der Krone, die braucht man ja sowieso nicht, das schneidet man alles runter und verteilt schön großflächig im Wald, dann sind die Nährstoffe erstmal dem Wald noch erhalten. Und wenn man jetzt sogar noch hingeht und auch noch die Rinde abnimmt vom Baum, den also vor Ort entrindet, und die Rinde dann auch noch im Idealfall großzügig in den Wald wieder zurückpustet, dann hat man nahezu überhaupt keine Nährstoffe aus dem Wald entnommen, sondern bloß Holz. Und Holz besteht zu 99% aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und noch ein ganz kleines bisschen Stickstoff ist noch drin. Und ja, das ist so im Durchschnitt, so ganz grob, so 99% der Holzbestandteile. Und das sind alles Sachen, die zumindest nach dem derzeitigen Stand auch der Stickstoff überhaupt nicht knapp sind im Walde draußen. Und das ist eigentlich die nachhaltigste Art und Weise der Holzernte. So kann man bis in alle Ewigkeit Bäume fällen, ohne dem Wald irgendwelche wesentlichen Sachen, die dem Ökosystem dann später wirklich fehlen würden, zu entziehen. Von daher, tolle Sache, dass sie das gemacht haben. Ich vermute aber in Anbetracht dessen, wie trocken 2016 gewesen ist, dass es hier eher eine Käfermaßnahme sein wird.
Aber das kann ich nur spekulieren. Man kann nur sehen, die Rinde ist runter. Warum, das muss man dann raten. Oder man fragt halt vor Ort nach. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Kommen wir zum nächsten Bild. Da haben wir einen Baumstamm mit dem Hinweis liegen lassen. Kann eigentlich in Anbetracht dessen, dass das hier kein besonders toller Stamm ist, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass das ökologisch Gründe hat im Bereich des Naturschutzes beziehungsweise in der Erweiterung der Biodiversität. Weil Totholz im Wald ist ja was, was immer mehr erwünscht ist. Je mehr Totholz da rumliegt und vor allen Dingen eben auch rumsteht, dass man also einen toten Baum als Gerippe auch stehen lässt, für Spechthöhlen zum Beispiel, um mal ein charakteristisches Beispiel zu nennen, das wird immer mehr gemacht, das wird immer beliebter, das wird immer mehr gefordert. Zuerst natürlich nur von den ollen Naturschutzvereinigungen. Was heißt die ollen? Die machen ja schon viel Gutes, aber es ist für mich immer ein sehr zweischneidiges Schwert. Teilweise erzählen die auch ein Mist, meiner Meinung nach, und andererseits, ohne die wäre auch alles Kacke. Also das muss man ja natürlich auch sagen. Also ich nörgel da immer gerne rum und vergesse immer zu erwähnen, wie wichtig die sind und was die schon alles Wesentliches und Tolles eben für die Natur und den Wald geleistet haben. Das sollte man natürlich eigentlich zuerst erwähnen und dann rumnörgeln an den paar Sachen, die mal nicht so gut laufen. Aber ja, ich bin halt Deutscher, wir nörgeln gerne. Das ist bekanntlich Volkssport, ne? Kennen wir alle, gell? Ja. Und das wird eben vermutlich eben so ein Fall sein, dass da eben ein wenig zusätzliches Totholz im Wald liegen bleiben soll. Das ist deswegen wichtig, weil ganz, 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 ganz unglaublich viele verschiedene Arten, Pilze, Käfer und so weiter, in so einem toten Baum quasi leben können und im Verlauf des Zersetzungsprozesses des Holzes davon profitieren können. Und die hat man in einem Wirtschaftswald, wo man jedes bisschen Holz, das man verkaufen kann, auch wirklich verkauft, hat man diese Arten dann halt eben, naja, sagen wir mal ganz wenige bis hin zu überhaupt nicht. Und jo, je nach Bundesland gibt es dann auch so interessante Totholzkonzepte. Da gibt es verschiedene Auslegungen des Ganzen, aber im Großen und Ganzen möchte man so mehr oder weniger innerhalb von Deutschland irgendwann, je nach Bundesland eben mal mehr, mal weniger, aber so vielleicht 10% der Gesamtholzmasse, die im Wald so rumliegt, als Totholz eben haben, beziehungsweise eben als kleine Biotopflecken. Möglichst immer zentriert auf einem Haufen, da also quasi das ganze Totholz. Und das hat den Grund, dass man dann sagen möchte eben, okay, wenn wir das nur an der einen Stelle haben, dann reduziert das auch das Unfallrisiko für den Forstwirt und alle anderen, die da im Wald so rumstreunern und unterwegs sind. Weil von diesen Flecken, die sieht man ja, da kann man sich von fern halten. Und im normalen Wald, wo halt eben nicht diese Totholzflecken sind, da ist das Risiko, dass einem irgendwas auf den Kopf fällt, wieder entsprechend gering. Während in so einer Totholzecke das Risiko, dass einem was auf den Kopf fällt, insbesondere wenn man da am Arbeiten ist mit irgendwelchen Motorsägen und sonstigen Spielzeugen, dann ist das nämlich durchaus elementar hoch, dieses Risiko. Und man spricht dann eben von stehendem Totholz, solchen wunderbaren Spechtbäumen, die ökologisch so unglaublich wertvoll sind, gerne auch mal vom Witwenmacher, weil der potenziell da rumsteht und nur auf die Gelegenheit wartet, eine Witwe zu erzeugen, indem er den Mann flatsch. Dann ist er nämlich weg. Ja, also das mit Sicherheit in irgendeiner Form dem Totholz-Geschehen geschuldet. Habe ich aber jetzt so auch noch nicht gesehen, dass man das derartig offensiv auf das Ding draufschreibt, dass der liegen bleiben soll. Mal eine interessante alternative Vorgehensweise. So Forstfarbe hält allerdings durchaus ein paar Jahre, bis die nicht mehr so gut zu sehen ist, und ich finde das dann sehr hässlich, muss ich sagen, dass man das so offensichtlich dahin schreibt. Aber das kommt auch immer wieder auf den Einzelfall an. Wer weiß, wer da für die Rückung vom Holz zuständig ist. Wenn das eine Firma ist, mit der entsprechende Förster vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht hat, dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass der da ein bisschen gerne deutlich markiert. Aber das ist Geschmackssache und es gibt wichtigere Themen, über die man sich streiten kann, wie zu viel Farbe im Wald. Potenziell
wäre noch eine weitere Möglichkeit, was da passiert sein könnte. Tatsächlich irgendwelche Guerilla-Waldmenschen, die der Meinung sind, oh, der Baum könnte doch toll Totholz werden, da sprühen wir jetzt mal liegen lassen drauf und dann bleibt der liegen. Und dann ist es zu teuer, jetzt extra nochmal den großen Holztransporter zu holen, um das Ding dann hinterher nochmal abzuholen. Allein, separat, während alle anderen Bäume schon weg sind. Und dann haben wir quasi guerillamäßig dafür gesorgt, dass dieser eine Baum da jetzt liegen bleibt. Also so eine mögliche Organisation, die zu solchen Aktionen neigt, ist ja Greenpeace. Also das Einzige, was die meiner Meinung nach nicht fördern, ist Frieden. Die werden überall, wo sie aktiv sind, gehasst. Bis aufs Blut. Der Name ist irgendwie ein bisschen nicht so zielführend. Ich habe mit Greenpeace auch so ehrlich gesagt so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Zum Teil erzählen die auch einen Mist. Natürlich, auch die meinen es gut, auch die haben auch schon Gutes getan. Aber manche Aktionen sind meiner Meinung nach völliger Schwachsinn, bewirken das Gegenteil. Aber gut, potenziell wäre auch das noch eine Erklärung, aber die halte ich für deutlich unwahrscheinlicher als die Totholz-Konzept-Geschichte. Und wir kommen zum letzten Bild, dann haben wir es nämlich auch. Da haben wir einen Baum mit einem Loch und da möchte er gern wissen, was ist das bitte? Und da muss ich jetzt diesmal wirklich ausnahmsweise gestehen, Holzkrankheiten sind nichts, womit ich mich gut auskenne. Ich habe extra nochmal im Buch nachgelesen, ob ich da irgendwas zu finde und kann anhand dieses Bildes wirklich überhaupt nicht sagen, was ist das? Weiß ich nicht. Wenn man sich den ganzen Stamm anguckt und vielleicht mal nachschaut, ist das ein sehr tiefes Stechbechtloch? Keine Ahnung. Ist das ein seltsamerweise an der Stelle konzentrierter Pilz? Grundsätzlich sieht der ganze Stamm schon so aus, als wäre der ziemlich pilzbefallen. Könnte ich mir vorstellen, dass die Holzstruktur teilweise so ein bisschen, ja, eigenartig. Aber wie gesagt, ich habe selbst in meinem Farbatlas Waldschäden dieses, so ein Bild, sowas in der Richtung nicht gefunden. Und anhand nur eines Fotos, dann bräuchte ich noch andere Indikatoren, um zum Beispiel muss man sich jetzt nochmal die Nadeln von dem Baum eigentlich angucken, solange der halt eben noch einigermaßen frisch rumliegt, wenn man jetzt wirklich genau bestimmen möchte, was das jetzt ist. Beispielsweise die Nadeln, wenn es ganz dumm läuft, müsste man sich das nochmal unter dem Mikroskop angucken. Gerade eben, wenn man dann nur noch das Holz hat, um da irgendwie identifizieren zu können, was daran schuld ist. Und nee, also da muss ich wirklich passen. Das wäre alles völlige Spekulation, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde. Und Baumkrankheiten sind nun wirklich so gar nicht mein Fachgebiet, zusammen mit Käfern. Käfer und Pathogene, gar nicht so meins. Und insgesamt natürlich die Sache mit den Pilzen, wobei ich ja sagen muss, dass ich mich bei Pilzökologie ja inzwischen weitergebildet habe und da ja auch einen Haufen Videos inzwischen zu gemacht habe. Deshalb würde ich jetzt Pilze nicht mehr zu meinem völligen Keine-Ahnung-Gebiet zählen, aber Gehölzkrankheiten sind schon noch was. Da muss ich alles nachlesen und selbst mit Nachlesen kann ich das nicht zuordnen. Also, da, ausnahmsweise, muss ich mal passen. Gut, und das soll es dann gewesen sein. Ich habe dich natürlich absichtlich nicht namentlich genannt, weil mache ich grundsätzlich lieber nicht. Und danke für das schöne Wochenende, das hatte ich. Und viele Grüße zurück. Und ich hoffe, bis auf eben die letzte habe ich deine Fragen einigermaßen beantworten können. Und so macht mir das auch Spaß. Also falls noch jemand anders Mails in dieser Art und Weise hat und mir die gerne zukommen lassen möchte, dann bitte gerne. Kann nicht immer versprechen, dass das jedes Mal ein Video gibt. Das hängt halt auch eben davon ab, wie viel ich dazu sagen kann und wie meine Stimmung gerade entsprechend ist. Aber das war auf jeden Fall jetzt lustig. Macht's gut!